Ja, mein fünfter Tag im Tee am Haselnuss. Es begann gleich am Morgen mit dem Dominik, das ist der Sohn von Kitty, der uns immer wieder ein bisschen hilft, auch mal Wasser gibt für die Hunde. Er hat jetzt Ferien und einer seiner Lieblinge ist hier die Luisi. Und die Luisi zeigt also ganz deutlich, auch sie mag die Kinder. Und ja, die beiden sind gute Freunde. Das war gleich mal ein schöner Test auch für unsere Anfrage, die wir für sie haben. Es geht weiter, Rodney bekam ja Post von der Sarah, die in der dritten Volksschulklasse ist und die jetzt hier dem Rodney ein Päckchen geschickt hat und das bekommt er jetzt, er hat sich richtig gefreut. Hier ein neues Fellnäschen hier, die Shakira, 4 Jahre alt in etwa. Diese Rettung war sehr dramatisch, die Hündin wurde uns gebracht über den Bürgermeister eines Ortes in der Nähe. Und wie ihr da lesen könnt, Feuerwehrleute haben sie aus dem Feuer geholt, sie war an der Kette. Das wurde hier alles niedergemetzelt durch Feuer und ja, jetzt ist sie in den Armen des Tierschutzes und wir hoffen sehr, dass sie bald ein Zuhause hat, ganz eine Süße. Eine weitere Neuaufnahme, das Notfällchen Mona. Sie kam zurück, sie war schon einmal vermittelt. Die Lebensumstände haben sich geändert und diese ganz herzige Moody-Mix-Hündin, so dürfte es wohl sein, sie ist ein kleines Ringelschwänzchen auch, die ist ganz, ganz toll, auch an der Leine, eine ruhige Hündin an sich und sehr sympathisch, sehr lieb. Ja, Bonifaz, unser 4 Monate alte Welpe der Pflegestelle ist, die Dame hat ihn, die ihn gefunden hatte, behalten und hilft dem Tierheim. Allerdings ist es so, dass nun Bonifaz größer wird, er hat momentan 40 cm Schulterhöhe und ja, wir hoffen sehr auf Anfragen für den Süßen. Ja, wie ihr seht, weiters, wir sind unterwegs gewesen, Illik und ich, wir haben viel gemacht, damit auch dann die Kalender wieder hier sind, dass vorbereitet wird für den Tag der offenen Tür am 28. September und wir freuen uns natürlich, wenn dann viele Besucher kommen, die das Tierheim besichtigen und bis dahin, alles Gute! Liebe Grüße aus dem Tierheim.